Mein Name ist Gabriele Dombrowitz, ich bin 46 Jahre alt, noch Verwaltungsangestellte, bin verwitwet, habe einen zauberhaften 14-jährigen Sohn und mit dem ich meine Höhen und Tiefen immer halt habe. Ich glaube, aufgrund dessen möchte ich Kinder- und Jugendcoach werden, weil ja die Probleme, die wir hatten, ich hätte so gern gewusst, um die Möglichkeit, die es gibt, eben halt Kinder- und Jugendcoaching. Und ja, so Prachtexemplare wie mein Sohn gibt es ganz viele und dem möchte ich einfach helfen. Durch Internet. Ich bin irgendwie drauf gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ist schon länger her. Ich hatte mich länger damit auseinandergesetzt und einen Tag vor Silvester letzten Jahres hatte ich mich besser zu entschieden. Also mein Herz hat von Anfang an vor Freude gehüpft, als ich auf IPE gestoßen bin. Also ich habe immer wieder zwischendurch reingeguckt und hatte immer wieder das gleiche Gefühl. Also einfach ein super fantastisches Gefühl. Ja. Da hat mich mein Herz hingezogen. Ja, also durchaus dieses Klopfen EFT hat mir sehr gefallen und auch dieses Winken, also die REM-Phase zu simulieren, also die ist für mich sehr effektiv gewesen. Aber auch dieses, sich wirklich auch mal in die Zukunft zu switchen, also erst das in die oder so vorzustellen, was ich gar nicht möchte. Ja, da dieses Gefühl einmal wahrzunehmen, da ging ja gar nicht und da hat sich alles zusammengezogen. Und dann zu erfahren, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt das, was ich möchte, tatsächlich auch mache, wie geil sich das anfühlt. Also, Hammer. Da gibt es so tolle Methoden. Ich bin begeistert. Super bombastisch. Also, es ist ein Raum hier, ich kann ja gar nicht beschreiben. Also, ich fühle mich so getragen. Also auch die Art und Weise, wie Daniel das macht, macht super Spaß, so authentisch und wie soll ich das beschreiben? Also alles gut drauf und auch wenn jetzt selbst mal jemand an seinen Punkt gelangt, wo sich gerade was löst oder auch ganz viel tut, eben halt, super getragen vor allem auch. Also ich sag ja, super fantastisch, also macht mega viel Spaß. Denn echt die Gabe, also so rüberzubringen, also so zu vermitteln, eben halt, ich glaube, dass es jeder wirklich versteht, ohne mitzuschreiben. Also ich mache gerade die Erfahrung, dass ich gar nicht mitschreiben muss. Und auch wenn ich die Blockade hatte, zu glauben, ich kann das alles gar nicht, ich weiß, dass es ganz tief in mir ist. Also da vertraue ich auch. Also und ich glaube, das weiß auch Daniel. Auf jeden Fall. Und in Zukunft, also immer mehr. Weil das, was in Schulen stattfindet, also ich kann jetzt aus Erfahrung mit meinem Sohn sprechen, eben halt, ist für die Kinder schon gar nicht mehr tragbar. Also geht gar nicht.